Tai van Korkut hat sein erstes Spiel als Trainer von Bayer Leverkusen verloren. Gegen die heimstarken Hoffenheimer, die zu Hause in dieser Saison ungeschlagen bleiben, geriet die Werkself in der 62. Minute durch Sandro Wagner in Rückstand. Drei Tage nach dem Aus in der Champions League spielte Bayern nicht schlecht, tritt jedoch in der Tabelle weiterhin auf der Stelle und bleibt im Mittelfeld.